Willkommen heute zu einem weiteren Klickerspiel. Bei Steam gab es jetzt zwei neue kostenfreie Klickerspiele, die zumindest erstmal Free-to-Play sind. Und mit dem ersten Klicker-Guild werde ich jetzt in dieser Folge anfangen. Also mal schauen, wie dieses Spiel funktioniert und ab wann die Idle-Mechaniken greifen, sodass ich dann letztlich die erste Folge beenden werde, weil es dann einfach zu lange dauert, um weitere Elemente freizuschalten. Also ein braver Soldat, der bereit ist, für Geld zu kämpfen. Und ja, das Spannende bei Clicker Guild, als ich das installiert habe, Einstellungen, Musik. Als ich es installiert habe, war nämlich der Fall, es wollte über 1 Gigabyte installieren, hat aber nur 100 MB runtergeladen. Interessant, wie komprimiert dann dort die Daten runtergeladen wurden, um das zu installieren. So, mal gucken, kriege ich hier auch irgendwo ein Vollbild hin? Click as if, coin as if, special und float text. Okay, lassen wir das andere erstmal an. Mal gucken, wie laut das hier ist. Okay, das ist noch recht annehmbar. Useless essence. This item is for hero. Increase hero strength by 1,06. Left click to pick up, right click to sell it for 2,5 coins. Okay, nehmen wir es erstmal mit. Also Achievements, okay, da gibt es auf jeden Fall schon mal eine Menge. Da kann ich gleich mal nachschauen. Sind die alle bei Steam abgebildet? Ja, also bei Steam steht, dass es 88 Errungenschaften gibt, beziehungsweise 89 Errungenschaften. Also einiges zu tun. Und ich habe schon eine freigeschaltet. Beginner's Luck, wahrscheinlich weil ich das erste Element bekommen habe. So, jetzt wäre es aber trotzdem mal noch gut, das auch für mich irgendwie einen Vollbildmodus zu bringen, aber das geht hier anscheinend nicht. Genau, das hier war Beginner's Luck. Get 2 Critical Clicks habe ich sogar schon bekommen. Interessant. Achievements, das hier sind Accident of Power, Increased Global Strength und so weiter. Das sind wahrscheinlich dann so Art Incidents oder sowas. Das sind wahrscheinlich noch die Anzahl Monster irgendwas. Mal gucken, hier habe ich ja jetzt schon genau meine erste unnütze Essenz bekommen. Und mein einer Rucksack und irgendwas anderes. Ascension, okay, das heißt ab Stufe 3 kann ich dann neu starten. Und das sind mein Held und Milizia. Also das ist der erste, also das ist wahrscheinlich dann einfach ich selber, der hier halt klicken kann. Ah, jetzt habe ich schon 3,0. Und Milizia ist halt der erste Held, den ich letztlich rekrutieren kann, der aber noch nicht da ist, ganz offensichtlich. Okay, was sind denn? Ah, das sind dann die Upgrades. Mal gucken, ob die sich irgendwie... Upgrades Trends bei 0,1%. Okay, da scheint es schon mal ein bisschen was anderes zu geben, als nur irgendwie eine 1:1 Kopie von Clicker Heroes oder sowas. So, mal gucken, was der Crystal Shop. Okay, da geht es wahrscheinlich dann um echtes Geld. Das heißt, da brauche ich eben diese, ja, an der Stelle Saphire, blau. Blaue Diamanten sind Saphire, glaube ich. Und im Moment habe ich ja nur ein Goldstück und noch gar keinen Autoschwertkampf. Enemies 1 von 10, Mystical Forest. Na gut, dann einfach mal weiter und den ersten Forest hier durchlaufen. Okay, was genau? Aha. Okay, das heißt, ich kann irgendwie Kisten bekommen und habe dann mit auch gleich wieder weitere Errungenschaften bekommen. Dann mal schauen, was ich jetzt hier... ist das andere dann automatisch verkauft worden? Ups. Okay. Gut, da hätte ich wahrscheinlich jetzt nicht rechtsklicken sollen. Increase Heroes Strength. Okay, dann ist das jetzt zumindest wieder drin. Achso, deswegen hatte ich hier auch dann eine höhere Stärke bekommen, weswegen ich dann jetzt auch schon in der Lage bin, die mit einem Klick platt zu machen. So, Handy-Relikt und Bless-Relikt. Das heißt, da gibt es ein Replacement und mein... Also wie funktioniert das jetzt? Ich habe das Blessed Relikt, das wird Inferior Strength bei 4,69 und das nur bei 3,2. Das
Das heißt, es macht an der Stelle keinen Sinn. Das heißt, da muss man dann ein bisschen aufpassen, nicht, dass man sich die gute Ausrüstung dann irgendwie kaputt macht. Gut. Na dann mal durch die erste. Ah, okay, meine erste Battle und auch schon erledigt. Gut, das heißt, das ist auch nicht sinnvoll, weil ich damit DPS verliere. Also verkaufen. Gut, das heißt, man ist ja die ganze Zeit auch mit beschäftigt zu gucken, was man so für Ausrüstung findet und ob es sinnvoll ist, die zu behalten oder gleich zu verkaufen. Sehr schön. Zumindest irgendetwas, naja, ob es sinnvoll ist, das zu tun, weiß ich nicht, aber zumindest eine Beschäftigung, während man hier irgendwie durch die Monster schnetzelt. Aber jetzt müsste ich doch eigentlich schon genug Kohle haben, um die einzelnen Level hier aufzukaufen. Also machen wir mal den ersten. Ah, okay, der taucht dann sogar da unten auf und kämpft richtig aktiv mit. Was ist das für eine Kiste? Mhm. Gut, die bringt nichts, aber kann ich jetzt den anderen auch ausrüsten? Ja. Okay, left clicked. Aber wenn ich gar nicht will, dass es replaced wird. Aber wahrscheinlich sind die... Die Grades after each boss. Okay, die Dinger lösen sich auch noch nach und nach irgendwie auf. Gut, aber dann kann ich das erstmal verkaufen, weil das nicht für den geeignet ist. Okay, aber wo sehe ich jetzt, wie stark sich die Dinger auflösen? Mal schauen, wenn das erste dann sich irgendwie komplett verschwindet. Okay, da steht, das Item ist for Hero. Aber kann ich die dann nicht irgendwie umverteilen? Es wäre doch irgendwie sinnvoll, die hier per Drag and Drop irgendwie umzuverteilen. Weil da steht nicht, dass die für den Hero sind. Naja, mal schauen. Gut, das Item ist für Militia. Also tatsächlich für ihn dann. Ist ja lustig. Kann ich da irgendwie einstellen, dass diese Items automatisch irgendwo zugeordnet werden? Increase Militia Strange, dann ist es auch wieder für Militia. Militia, ja. Dann gleich mal den nächsten Helden für 60. Das Item ist für Hero. Okay, das interessiert mich aktuell nicht. Dann gleich zu. Und der kostet dann schon 1000. Okay, die Frage ist, was mir diese Kisten bringen und wie die letztlich zustande kommen. So, Elborg, Item, Militia und Elborg. So, dann wird es mal Zeit, meinen Helden ein bisschen so weit aufzuleveln, ja, dass ich hier den ersten großen Increase machen kann. Mal gucken, kann ich 10 Level auf einmal kaufen? Zumindest steigt hier nichts um. Okay, meine Achievements, die jetzt schon freigeschaltet sind. Hier steht keine... Okay, da oben. Find One Relic. Das habe ich schon. 10 ist dann die nächste Stufe. Dann die Anzahl von Klicks pro Sekunde. Okay, ansonsten hier natürlich einen Haufen Gold sammeln. Okay, was ist jetzt los? Auf jeden Fall werden meine Helden, denke ich, nicht umgebracht, aber natürlich hier für den Boss sollte ich ein bisschen zügiger sein. Okay, 1,19. Okay, solange da irgendwas Grünes steht, ist es auf jeden Fall... jetzt hat sich das eine Ding aufgelöst oder ist es runtergefallen. Gut, das lohnt sich noch. Da gibt es eine neue Kiste. Und das Ding lohnt sich aktuell zumindest nicht... Okay, nach einer bestimmten Zeit disappearen die also tatsächlich, weil ich habe jetzt nicht drauf geklickt gehabt. Und die Frage ist nochmal, was diese Kisten da drüben zu bedeuten haben, weil anscheinend sind die ja in begrenzter Form vorhanden und die Frage ist, wann die sich wieder aktualisieren. Aber ich wollte jetzt hier erstmal Level 25 erreichen und das erste Upgrade. Ach, das muss ich gar nicht kaufen. Das ist automatisch freigeschaltet. Das heißt, damit habe ich selber jetzt eine Angriffsstärke von 60 pro Klick.
Nee, 268. Ja, aber das ist dann nicht DPS, sondern das ist DPC, Damage pro Klick, nicht pro Sekunde. Ah, jetzt habe ich bei dem ersten eigentlich nachgeschaut, ob es gelohnt hat. Okay, aber der hat auf jeden Fall eine Verbesserung immer noch dabei. Und Army General. Und was ist das für ein Achievement? Hier, 25 Hero Upgrades. Naja, da kann ich doch die nächsten auch gleich noch mitmachen. Also der ist uninteressant, der ist okay. Und es ist mal wieder einer... Wieso ist denn der jetzt so schnell dann draufgegangen? Habe ich einen Critical Strike noch hingelegt? Ja, der bringt nicht viel Vorteil, aber ein bisschen. Wo bin ich eigentlich? Mystic Forest Zone 1-6. Okay, uninteressant, uninteressant. Okay, egal wo ich klicke, es trifft ihn auf jeden Fall. Uninteressant. Und schon wieder eine Schatzkiste. Und auch mit uninteressanten Krimskrams. Also 7 von 10. Warte, man müsste doch jetzt eigentlich hier... Achso, Unlock at Zone 3. Also nicht 1-3, sondern wahrscheinlich Strich 3. Gut, dann... Geben wir mal ein bisschen Tempo hier rein, da ich das alles manuell kaufen muss. So, dann mal gucken, hier Increase Gold Received, Level 50. Komm, dann muss ich doch irgendwie... Ah, wie viel habe ich jetzt gekauft? 30? Okay, da habe ich jetzt irgendwie mit einem dann so viel gekauft, dass ich maximal anscheinend meine Kohle ausgegeben habe. Zumindest mit String, auch wenn es nicht angezeigt wird. Gibt es also doch ein Mehrfaches an Level-Möglichkeit zu kaufen. Okay, da bin ich eh schon am Ende. Mal gucken, wie viel hier sind. 2. Naja, okay, das ist auch... Ich habe im Moment natürlich zu wenig Geld, um da großartig vorwärts zu kommen. Uninteressant. Oh, aber die bringen eine ganze Menge Kohle ein. Das heißt, ich kann mir natürlich auf jeden Fall mal anschauen. 10 Coins. Also das, was sich wahrscheinlich Percentage-Based Effect will, die Grave. Also, naja, das will ich zumindest nach und nach auflösen. Aber die bringen schon ganz ordentlich Kohle. 2700. Mal gucken, wie viel Geld nehme ich denn so ein? 1400. Ups. ...658. Aber ich denke mal, dass danach hoffentlich auch der, der ersetzt wird, auch verkauft wird. So, dann gucke ich jetzt mal, ob die Autoklicker funktionieren. Jawohl. Jetzt habe ich nur die Gefahr, dass der auch irgendwelche Waffen austauscht. Aber der ist auf jeden Fall interessant. So, dann machen wir jetzt mal den... Master-Clicker, womit natürlich auch gleich die ganzen Clicker-Errungenschaften freigeschaltet sind, logischerweise. Genau, 12 mal pro Sekunde, 14 und 25 mal pro Sekunde. 35 times pro one second fehlt dann noch. Mal gucken, ob wir das nicht auch noch schaffen. Je nachdem, ob das Spiel das tatsächlich so schnell rechnen kann. Aber wahrscheinlich sind die Monster einfach noch zu schwach an der Stelle. Okay, der ist auch wieder okay. Aber vielleicht kommt es ja beim nächsten Boss dann. So, dann jetzt nochmal schauen. Also mit Shift, wie viel ich da jetzt kaufen kann. Okay, also 10 Level sind mit Shift auf einmal zu kaufen. Und mit String ist es wahrscheinlich so, dass er das Maximum kauft. Ja, also zumindest da scheint er so viel zu kaufen, bis alles Geld ausgegeben ist. Okay, hier sind die Critical Strike Chances. Gut, gehen wir mal ein bisschen weiter. Gut, jetzt habe ich auf jeden Fall die 35 Klicks pro Sekunde und die 4 Critical Klicks in 1 Second. Gut, dann fehlt jetzt bloß noch 1000 Klicks. Da kann ich ja wahrscheinlich auch bald anfangen. Schade, dass hier nicht steht, wie viel man davon schon angefangen hat zu bekommen. Auf jeden Fall ist die Klickreihe jetzt schon voll.
So, also das hier geht alles bis Gold. Massiv 100% Gold. Achso, Prozent ist hier wieder eine von diesen merkwürdigen Darstellungen für irgendeine Menge. So, danach die Level-Ups. Also 100 Level-Ups habe ich jetzt schon. Soweit auch so klassisch. Dann die Hero-Upgrades, 200 Stück. Und dann DPS-Werte. So, die Klicks habe ich jetzt schon. Dann die insgesamt Anzahl Klicks. Dann, dass die Zonen durchlaufen werden. Mal gucken, wie weit geht's. 3200. Dann Restarts. Und nach den Restarts kommen die Anzahl der Monster zu killen und die Anzahl der Bosse, die gekillt werden sollen. Und dann natürlich die Relikte, die gefunden werden sollen. Okay, also damit werden auch schon mal alles, ja, die Achievements nochmal alles durchgeschaut, was so erwartet wird. Auf jeden Fall kann ich dann mal noch hier die Sachen vervollständigen. Der hier bis 75. Ja, okay, so viel Kohle habe ich gar nicht. Dann einfach mal ein Stück weiterlaufen lassen. Damit ich auf jeden Fall mal in die Zweierzone reinbekomme. Und ich kann mir dann natürlich auch schon mal ein paar höhere Enemies kaufen. Weil hier kann ich auch die Boss-Battle machen. Aber warum sollte ich das tun? Ich schaff's ja noch. Oh, das lohnt sich überhaupt nicht. Aber es bringt mir auf jeden Fall eine ganze Menge Kohle ein. So, dann bringe ich doch den hier auch schon mal auf die ersten 25 Level. Und kaufe mir den da auch dazu. Okay, der kostet jetzt schon 4000. 2000. Und hier auf jeden Fall mal noch die 75 voll machen. Repeat your auto-click for short time unlocked. Okay, und wie aktiviere ich das? Weil ich sehe hier jetzt noch nichts. Ah, okay, also das hier sind dann noch irgendwelche Spells. Repeat your auto-clicks for a second short time. Na dann, schaut, lass doch mal zeigen. Okay, 30 Sekunden. Und wie oft er auch immer dabei klickt. Aber zumindest klickt es nicht auf diese Items. So, jetzt wäre immer noch die Frage, was ich mit den Favors anfangen kann. Ob ich die irgendwie dort hochbringen kann. Okay, da muss ich die Sterne ausgeben. Da ist noch die Frage, da weiß ich noch nicht, wann ich solche Sterne tatsächlich bekomme. Okay, im Moment bin ich jetzt in der hoffentlich letzten Zone. Ah, da ist auch noch ein Equipment. Taste of Blood. So, erstmal den Boss erledigen, bevor die Zeit abläuft. Okay, jetzt hat sich nur der Hintergrund verändert. Und jetzt bin ich in Zone 2. So, dann mal weiter die Achievements verfolgen. Genau, also die 1000 Klicks sind jetzt. Ich habe 100 Monster gekillt. Und Relikte habe ich jetzt noch keine weiter dazu bekommen. Level Up Heroes, jawohl. 50 Hero Upgrades. Ne, das ist noch nicht. Doch, unlocked. Ist schon unlocked. Na dann. Müsste ich jetzt eigentlich gleich die halbe Million voll haben. Das ist ja auch noch eins von den nächsten Achievements. Jawohl. Okay, jetzt hätte der eigentlich unten umschalten müssen. Gut. Oder waren es nicht 500k? Doch, halb. 500.000 Gold. Habe ich. Aber es ist nicht unlocked. Oder? Nee. Naja, mal schauen. Erstmal hier wieder weitergehen, die nächsten Upgrades zu kaufen.
So in Realisierungsrange und dann nochmal 0,1% auf Total. Habe ich eigentlich, na, die Totalanzeige ist die dort oben. Allerdings 80 pro 10er Schritt, das dauert eine Weile. Natürlich schade, dass hier dann nirgends angezeigt wird, wie viel Geld ich jetzt eigentlich ausgeben muss für die nächste, also bis zur nächsten Stufe, die ich da erreichen möchte. So, mehr Gold. Und auch hier die Stärke verbessern. So, gut. So, und weiter geht's hier unten. So, wir kriegen dann irgendwelche Schattendarstellungen. 100.000 für den nächsten. Gut, die brauche ich nicht. Die ist wieder okay. 11 Coins sind sie noch wert. Okay, bei denen scheint es doch Prosetin Space Effect will die Kreis. Also das heißt aber nur der prozentuale Wert nimmt ab. Based Effect will die Fred after each boss. So, 236,76 habe ich da aktuell. So, dann mal gucken, wie viel die aktuell abnehmen. Also 236 und hier sind die Prozente unten schon bei 0 und 31,5 oben. 236,76. Jawohl. So, und wie viel habe ich jetzt? 236,76. Okay, hat sich nicht geändert. Oder wird aktualisiert das erst, wenn ich wieder drauf gehe? Sieht nicht so aus. Percent Base Effect will degrade after each boss. Hat es aber nicht gemacht. Okay, auch nicht schlimm. Okay, die haben noch nichts gefunden an Ausrüstung. Das heißt aber wahrscheinlich, oder kann ich die irgendwie irgendwo hinsetzen? Nee. Weil wahrscheinlich, dass die dann irgendwo sich noch hier in diesen Reihen aufstellen, wenn da auch die Sachen liegen bleiben können. Replace Legendary Item. No. Oh, doch, warum nicht? Das mag zwar ja ganz gut gewesen sein am Anfang, aber jetzt ist es besser. Die Frage ist natürlich, ob ich die Items überhaupt nach einem Reset behalte. Oh, schon wieder eine Boss-Battle. Das sieht so aus, als wäre das die erste Boss-Battle, die ich jetzt trotz allem noch nicht überwinden kann. Da heißt es dann mal noch ein bisschen Upgrades kaufen. Mal gucken, Leaf Boss Battle. Okay, und Engage Boss ist dann zumindest die einzige Möglichkeit, dass ich überhaupt irgendwelche Level wechsle, weil sonst kann ich inzwischen Leveln gar nicht hin und her springen. Was aber wahrscheinlich so auch relativ wenig sinnvoll ist, überhaupt zwischen den Leveln zu wechseln, weil zum Grinden genügt ja dann letztlich das Monster vor dem Boss. Wo bekomme ich die 38.000? Ja, auf jeden Fall die Items, die verkauft werden, bekomme ich die Gelder, was die alten noch wert sind, auf jeden Fall auch ausgezahlt. So, jetzt werde ich mal schauen, dass ich den hier noch hochbringe, damit nämlich meine Click-Damage tatsächlich um einiges stärker wird. Dauert aber natürlich da noch einige Level. Oh, auch 4 Hero. Yes. Okay, da kann ich ja auch die Critical Strike Chance verbessern. Statt dem DPS-Schaden. Das ebenfalls. Ja, da wäre es auf jeden Fall interessant, dass es irgendwo noch ein paar Statistiken gibt, wo ich irgendwo sehen kann, was sind denn meine aktuellen Critical Strike Chances. Okay, wahrscheinlich hat der hier 10 Minuten Cooldown gehabt. Und jetzt ging es ja erstmal noch darum, auch hier die 10% zu erreichen. Okay, das dauert noch.
So, hier ist es immer nur Stärke. Weil bei denen gibt es keine... Oder zumindest habe ich bisher keine Items, die... Doch, hier ist was Prozentuales. Bei Prozentwerten verbessern. Für welchen ist das? Für Elborg. Bin ich jetzt mal gespannt, wie... welcher von beiden dann nämlich ausgetauscht wird. Also hier wird jetzt auf jeden Fall einer ausgetauscht, der besser ist. Und für Auron... Okay, du hast den wahrscheinlich noch nicht. Genau, Auron ist noch nicht voll. Und das ist wieder für Hero. So, da wäre jetzt die Frage, ist der Hammer... der wirklich der bessere? Okay, das sind die Critical Chances. Also ich kann auch den verkaufen und den dann dazu nehmen. Dann behalte ich nämlich beide. Ja, okay, der ist so oder so schlechter. So, jetzt bin ich nochmal gespannt bei Zu. 299. Insgesamt Critical Damage. Aber ist halt der Legend. Okay, der hat 302 Stärke an der Stelle und hier nur 30. Das heißt, den zu verkaufen und dafür das andere Ding reinzunehmen. Elborg. So, 313, 300 und 294. So, gegenüber 294 hätte der eine Verbesserung. Gegenüber denen, die er automatisch austauscht, natürlich eine Verschlechterung. Das heißt, hier ist es schon sinnvoll, manuell teilweise das nachzuwählen. Und dann zu gucken, ob nicht ein Item tatsächlich ausgetauscht werden kann. Also das finde ich schon, ist im Moment eher anscheinend ein bisschen umständlich. Weil es nicht das optimale Item austauscht oder man zumindest nicht gucken kann, oder zumindest nicht automatisch sieht, bevor man da drauf klickt, ob das passendste Item ausgetauscht wird. Genau, jetzt bei Elborg wieder das gleiche. Das heißt, ich habe 311. Den, den er austauscht hat, ist aber besser. Aber es gibt auch einen schlechteren, der sich austauschen lässt und ich dann da natürlich einen besseren Wert habe. Also ja, da muss man dann ein bisschen schauen, wenn man das teilweise optimieren will, aber wahrscheinlich ist es eh nicht lohnenswert, das in dem Detail zu tun. Weil ich gehe mal davon aus, dass man sich ziemlich häufig dann hier durch diese Bereiche bewegt und die Dinge einfach so austauscht. Weil in Regeln nach und nach die Items einfach zwangsweise besser werden, weil man in höheren Leveln dann welche mit besseren Werten bekommt. Okay, her damit. So, jetzt sehen wir noch drei Level und dann geht's zum Boss. Oh, mal wieder ein spezielles Item. 1, 2, 3. So, das heißt, jetzt habe ich 7000 Schaden statt nur 5000. Dann mal zum Boss. Genau, und damit ist der kein Problem mehr. Und es geht wieder eine Stufe weiter. Ja, auf jeden Fall ist es lustig, dass natürlich hier die Schatzkisten dann extra aufpoppen und man auf jeden Fall irgendwie dabei sein muss, damit man die wahrscheinlich erwischen kann, ohne dass die automatisch wieder verschwinden. Was ich auch nochmal ausprobieren kann, ob dieses Item von alleine, also wenn es sich auflöst, ob es sich dann, ob es dann verkauft wird oder ob es tatsächlich dann ungenutzt verschwindet. Und vor allem auch, wie lange das natürlich dauert. Okay, da habe ich jetzt zu spät angefangen, da werde ich den wahrscheinlich nicht mehr klein kriegen. Oh, mit den Critical Strikes kann das schon noch klappen. Ne, ganz knapp nicht geklappt. So, also mal schauen, wann das Ding verschwindet.
und ob das Geld dann gut geschrieben wird. Also es geht um 284.000. Sollte zumindest noch sich bemerkbar machen. Wenn ich das richtig sehe, ist es tatsächlich verschwunden ohne Effekt. Das heißt, man muss die also anklicken, damit sie verkauft oder halt replaced werden. Ja, jetzt habe ich natürlich wieder viel zu spät das angefangen. Okay, die Bosse wechseln auf jeden Fall. Tap, tap, tap. Da ich wahrscheinlich schon die ersten 10.000 Klicks zusammen jetzt. Okay, jetzt habe ich den ersten Penny-Klicker. Gut, dann sind das hier 5 Millionen gewesen und nicht 500.000. Dann stimmen da wohl die Bezeichnungen nicht ganz. Oder zumindest gibt es hier eine andere Bezeichnung als bei dem anderen. Ja, auf jeden Fall sind jetzt schon 17 Errungenschaften damit abgeschlossen. Und mal gucken, wie die Bezeichnung bei Steam dafür lautet. Okay, da steht auch 500.000 Gold, obwohl es erst später freigeschaltet wurde. Na gut. Letztlich ist ja auch eigentlich nur die Frage, inwieweit die eben bis Level 150 und danach wahrscheinlich sich nicht mehr lohnen, abzugraden. Weil die DPS, naja, mit 7.000 zu 11.000, die ist jetzt noch nicht so weit voneinander entfernt. Okay, der ist uninteressant. Da wäre jetzt wieder die Frage, gibt es ein Item bei ihm, bei Elborg, das interessant wäre auszutauschen? Was war das jetzt? 471,72. Ja, auf jeden Fall. Also hier wird es auf jeden Fall lohnen, das Item auszutauschen. Es ist echt ziemlich schade, dass der da automatisch auf eine bestimmte Stelle geht, anstatt zu gucken, was das schwächste Item in der Liste ist. Schon wieder ein Bosskampf. Naja, da dauert es auf jeden Fall noch eine Weile, um tatsächlich dann in Zone 3 anzukommen, nachdem die natürlich in der Form schwieriger werden. Deswegen hier gleich mal schauen, dass ich die nächsten freischalte. Das mit dem Schatten ist etwas irritierend, dass wenn man sie freigeschaltet hat, sie dann den Schatten bekommen, weil sie natürlich. Ja, wieso eigentlich? Also der letzte neue, da verschwindet der Schatten, aber sobald die Liste eben etwas länger wird, wird anscheinend oben und unten. Nee, oben nicht. Aber unten gibt es auf jeden Fall so einen Schatteneffekt. Warum auch immer. Irgendwie um anzuzeigen, dass es unten noch weitergeht. Auf jeden Fall stehen die alle jetzt hier unten rum. Wäre doch viel lustiger, die irgendwo anders hin zu verteilen. So, hier bekomme ich als nächstes mit Enemy Wands bis 100 auf your Click Damage bis the next turn. Ah, okay, Massive Strike. Okay, das sind dann ähnliche Sachen wie auch die Fähigkeiten bei Clicker Heroes, also sozusagen dem Clicker-Urgestein. So von 60.000 auf 110.000. Also es hat sich innerhalb von 10 Leveln geradezu verdoppelt. Also die Wachstumskurse sind da natürlich schon wieder. Gain 1% of Enemy Gold, wenn Nil attacks. Wo ist denn Nil? Die da. Aber macht sie doch gar nicht. Ich glaube tatsächlich, wenn sie. Nimmt es zumindest ganz klein bisschen zu. Also in der Hinsicht scheint es auf jeden Fall interessante Abwechslung zu geben mit solchen Besonderheiten. Das heißt nicht nur, dass immer mal die Stärke, sondern dass tatsächlich solche Eigenheiten, das heißt, wenn der Charakter irgendeine Aktion macht, gut, das ist jetzt diese 100, genau, Massive Strikes, genau, bei Nil war das 1% of Enemy Gold, wenn Nil attacks. Das dürfte vor allen Dingen bei dem Boss interessant sein. Mal gucken, 31, 35. 38, das ist ja auf jeden Fall putzig. Das heißt, da kann sie im Bosskampf natürlich dann um einiges schon mal Gold sammeln. Mal gucken, inwieweit es hier noch solche Geschichten gibt, dass Critical Damage vergrößert wird.
Glass Critical Chance bei 10.000%. Da frage ich mich natürlich, wie die. Gibt es hier irgendwo Basiswerte, wo ich sehe, wie hoch meine Critical Strike Chance ist? Okay, der Bosskampf ist schon abgelaufen von der Zeit. Boah, da gibt es noch ein Bonus-Item. Ja, dieses ganze Replacement ist da natürlich ziemlich unpraktisch. Mending Favor. Sind das jetzt diese Favor-Items? Chris Gold kriegt bei 24%. Das sollte schon ein ganz ordentlicher Bonus sein. Jetzt muss ich bei Elborg. Okay, der eine ist jetzt schon verschwunden, aber trotzdem Elborg nachschauen. Und Militia, ob es hier nicht noch ein paar. Genau, statt die schlechten Items zu ersetzen. Lieber die guten, also statt die guten Items zu ersetzen, natürlich lieber die schlechteren hier zu verkaufen. Und der nächste Favor. Also ich gehe mal davon aus, dass sich die alle resetten, sobald ich natürlich den Weltenreset logischerweise mache. Auf jeden Fall ist es nochmal spannender mit den Relikten, weil Clicker Heroes hat es ja erst ziemlich spät eingeführt, dass dort Relikte verwendet werden konnten, die aber letztlich nur einmal vier Stück waren das, glaube ich, die dann zwar später noch aufgerüstet werden konnten, aber letztlich nur vier Stück, die allgemein gelten und natürlich für alle Bereiche irgendwie eine Verbesserung darstellen sollen. Während hier jetzt das zumindest für jeden individuell abgebildet wird. Okay, erstmal wieder für die, wo es noch nicht voll abgebildet ist. So, welcher war das jetzt? Das ist wieder Elborg. Okay, was ist denn dein schlechtester? 432. So, Militia. So, 1238. Und der nächste Magical Favor. Das heißt, damit habe ich jetzt hier auch die drei Favors komplett. Oder zumindest bei alle drei Slots besetzt. Ja, jetzt ist wieder Elborg. Hast du etwas, wo ich 1300... Ja klar, 400. Also da hoffe ich, dass sie da nochmal was ändern werden, dass ich auf jeden Fall den Abgleich, welches Item ersetzt wird, tatsächlich sich lieber irgendwie an dem schlechtesten orientieren. Und sei es auch nur, wenn sie es über den Verkaufswert machen, wobei die hier ziemlich identische Verkaufspreise haben. Wahrscheinlich hängt der Verkaufspreis vom Level ab, in dem das Item gedroppt wird. Und das ist Freya. Also da kann man auf jeden Fall ziemliche minimalistische Optimierung machen. Also 1600, 1116. Gut, das lohnt sich nicht sehr. Das sind nur 0,04k besser. Okay, jetzt sind wir wieder bei Elborg. Und ich habe hier 2,6 und 2,3. Ich verstehe gar nicht, wieso zweimal zwei Strength-Werte oder warum die Werte zweimal auftauchen. Aber egal, auf jeden Fall kriege ich damit natürlich doppelte Eigenschaften. Das heißt, das sind so die Standard, die haben eine Eigenschaft, die haben zwei Eigenschaften, die sie verbessern, die braunen. Und dann ist dieses Blauleuchten auf jeden Fall schon mal der größere Schatz. Oh ja, da komme ich fast schon gar nicht mehr hinterher, die ganzen Items auszutauschen. Aber egal, wahrscheinlich ist es einfach eben am einfachsten, die Dinge auszutauschen oder es bleiben zu lassen. Und die nicht dann manuell zu optimieren, weil es dann letztlich doch ziemlich aufwendig ist, da nochmal hin und her zu klicken und die einzelnen Helden dann abzuprüfen. Also einfach her mit dem Zeug. Ja, da habe ich jetzt schon wieder ein Critical Damage. Die Frage ist, ob es sich lohnt für die Helden Critical Damage, weil es scheint ja für jeden individuell zu sein und nicht die globale Critical Chance zu verbessern. Hey, ein Legendary!
Für wen? Für Neil. Okay, jetzt muss ich hier gucken, welches Favor ich dafür austausche, weil ich natürlich nicht gleich den blauen rausschmeißen will. Was hat der denn? Increase Total Strength bei 4,9. Ist doch viel sinnvoller, den zu nehmen. Okay, also, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, hatte der hier am Anfang 15 Millionen gekostet und die kostet jetzt auch 15. Okay, aber die geht jetzt deutlich hoch. Ah, okay, da ist jetzt aber der erste, der tatsächlich mal eine Stufe höher steht. Okay, also jetzt endlich mal hier zum Boss. Weil den müsstet ihr ja jetzt ohne Probleme klein kriegen. Gain 10% auf Enemy Gold und Click for Short Time. Ah, okay, das ist dann auch wieder der Golden Clicker letztlich. So, mein Ziel ist auf jeden Fall jetzt durch das Video noch den ersten Reset zu machen oder zumindest mal gucken, was dann passiert. Welche Optionen bei 3 freigeschaltet werden und was letztlich dann die Vorteile vor allen Dingen sind. Weil letztlich kann ich ja schon 50 von diesen Sternchen hier ausgeben. Mal gucken, wie viel ich dann tatsächlich dazu bekomme. Genau, Boss Time, Gold, Critical Damage und Critical Chance. Okay, also soweit die normalen Power und die natürlich auch unterschiedliche Wertigkeiten haben. Mal gucken, ob die Sterne noch für irgendwas anderes ausgegeben werden können. Sonst eben hier. Gut, die Achievements selber sind jetzt nicht so spannend, die sind ja eher Standard und einfach dann abzuarbeiten. Ah, schon wieder ein Bossgegner. Der letzte Bossgegner, danach müsste es eigentlich dann der Reset freigeschaltet werden. Der offensichtlich freigeschaltet wird, ohne dass ich einen bestimmten Skill bei den Helden freischalten muss. Also mal schauen. Genau, Ascension. Ascend to start again with Stars. Ja, die Frage ist nur, wie viele Stars bekomme ich denn? Und vor allen Dingen, wovon hängt es ab? Weil ich könnte jetzt mal schon vermuten, dass das eher von der Anzahl von Heldenlevels abhängt. Ah, okay, also wenn ich Shift benutze, sind es 10 Level. Wenn ich String benutze, sind es 50 Level, mit denen ich hier aufsteige oder die ich hier auf einmal kaufe. Mal gucken, was String Shift macht. Es waren 40, 50, 60 Level. Gut, also String Shift 60 Level, Shift 50 Level, ne, 10 Level und String 50 Level. Komisch. Also 60 ist zumindest eine merkwürdige Zahl in Kombination. Ach, wahrscheinlich, ja klar. Das heißt 50 Level und 10 Level, das heißt, es greifen einfach beide Tasten gleichzeitig. Deswegen ich dann 60 Level dann aufsteige, wenn ich beide Tasten zusammendrücke. Oh, schon wieder eine Boss-Battle. Und ja, wie ich sehen kann, dauert das hier schon einiges. Kristalle habe ich auf jeden Fall an keiner Stelle bisher bekommen, oder zumindest habe ich auch nichts gesehen, wo die hätten eingesammelt werden können. Das ist interessant, weil also die beiden haben tatsächlich auch wieder die gleichen Goldstufen. Der natürlich nicht. Aber genauso haben die beiden hier die gleichen Kosten. Okay, dann mache ich jetzt zum Abschluss mit euch noch den ersten Weltenreset, weil das ist ja jetzt eh nicht so problematisch gewesen, bis dahin zu kommen. Und ich will einfach wissen, wie. Naja, ich bin noch nicht sicher, aber ich weiß auch noch gar nicht genau, was überhaupt dann passiert. Also zeig mir mal, was passiert. Gar nichts. Also gut, ich habe jetzt 5 Steine dazu bekommen, aber das war's dann auch. Okay, die Favors sind zumindest geblieben, immerhin. Das ist ja zumindest eine Kleinigkeit, die erhalten geblieben ist. Ansonsten hat sich nicht wirklich viel ergeben, außer dass ich natürlich jetzt dies eine Errungenschaft noch bekommen habe. Aber okay, also das hält sich dann hier relativ in Grenzen. Crystals habe ich auch keine bekommen. Dann wäre es ja auf jeden Fall mal interessant nachzugucken. Also hier mal die Orientierung. 100 Crystals eben für 2 Euro geht es los.
Das heißt, okay, Cooldown, aber drei Diamantenkisten, das sind die Dinger, die mir unten links sind. Drei Cube Chest Keys. Das lässt ja ahnen, dass ich in der Lage bin, bestimmte Kisten zu bekommen, die ich ohne Schlüssel wahrscheinlich nicht öffnen kann. Und dann das Double Damage. Also ich bin auch gespannt, wie und in welchem Umfang die Kristalle im Spiel gesammelt werden können. Oder inwieweit die dann notwendigerweise eben dafür da sind, dass die Entwickler natürlich an Geld kommen, weil es ist eben auch wieder ein Free-to-Play-Spiel. Ansonsten gibt es hier jetzt letztlich nicht allzu viel zu tun, außer natürlich wieder von vorne anzufangen. Daher also heute mit der ersten Folge mal gucken, ob es hier auch weitere gibt, ob es hier irgendwas Interessantes dann später noch gibt, wo eine bestimmte Mechanik oder irgendwas Neues in Erscheinung tritt, wofür ich dann noch eine weitere Folge machen würde. Also, soweit Clicker Guild, ein neues Free-to-Play-Clicker-Game bei Steam. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss!